Okay. Hey, ich bin wieder da. So, spielen wir Folge dem Führer? Wie wär's mit Nein? Wäre das möglich? Okay. Oben ist offen. Nur die Leiter ist nicht mehr da. Die ist da irgendwie umgefallen und abgebrochen. Heißt, wir müssen uns trotzdem unseren eigenen Weg nach oben bahnen. Nämlich indem wir das hier machen. Und jetzt auf die Schnelle mal rüber und hochklettern. So. Ich glaube, jetzt kommen wir dann zu den ersten Kampfdrohnen. Das sind diese Dinger hier. Oder Wachdrohnen. Toll. Wenn du den Drohnen begegnest, pass auf. Die stellen keine Fragen, wenn du weißt, was ich meine. Bleib außerhalb ihrer Ortungskegel, dann bist du sicher. Das Problem ist nur, die Ortungskegel zu sehen. Ich habe ein Gerät gebaut, mit dem ich sie als Overlay auf meinem Sensen sehen kann. Jedes Mal, ja, wenn du meine Reden das machen die. Ich weiß nicht, was für eine Technologie benutzen, um uns sozusagen in einer Sekunde auszuschalten, weil sie schießen ja nicht, oder was? Die stellen keine Frage. Aber ja, so sieht das Ganze aus. Das sind die Drohnen, denen wir definitiv ausweichen müssen. Und dann haben wir hier eben diese schönen Kreise. Ich habe ein Gerät. Ja, danke, die uns mitteilen, wo wir denn hin müssen, um nicht von denen getroffen zu werden. Verdammt! Kein Ding, ich lebe noch. Verpiss dich. Danke. So, Glassplitter sind natürlich auch toll im Trainingsraum. Eine Sammlung meiner besten Verhaftungen. Unzensiert. Mit Christmas-Morde feierst du das ganze Jahr Weihnachten. Der Kid Christmas. Dieser Kid Christmas. Ich kannte ihn. Ein Gedächtnisjäger wie ich. Wahr. Nun die Schande deines Berufsstands. Ein potenzielles Genie, das seine Seele für Geld verkaufte. So, wir können hier hoch, um diesen Fokusbus zu holen. Wo ich gar nicht wusste, dass der hier ist. Ich dachte mir nur, okay, hier hoch, weil wir sicher unten weiter müssen. Da wir so nicht ohne weiteres irgendwelche Türen öffnen können. So, wir müssen... Ah, sie springt doch, geht doch. So. Na. Oben. Na, wer bist du? Ein Dropship, hm? Mehr hätte sie nicht bringen können. Du wärst stattdessen mit so einer Drohne, die mich one-shotten kann, irgendwie. Anstatt diesen schwachen Polizisten hier. So, apropos schwachen Polizisten. Ich mache euch mal kurz folgendermaßen. Eins. Nicht genug Fokus. Natürlich haben wir genug Fokus. Wir haben noch im letzten Kampf gar nicht eingesetzt. Achso, nee, stimmt. Wir sind ja an der Drohne gestorben. Ich glaube, das hat Fähigkeit resettet. So, auf jeden Fall. Wir können jetzt das machen. Und unsere Sensenraserei an allen diesen Typen ausleben lassen. So. Bedanke. So, einmal kurz volles Leben. Und können wir dich bitte überlassen? Oder wir machen es einfach so, dass wir unsere Fähigkeit wieder einsetzen können. So, okay. Müssen wir, glaube ich, sowieso hier hoch. Wie lange soll ich noch klettern? Kayrie Sheridan bewundert ihr Werk gern vom Balkon aus. Folge weiter den Reminiszenen von Bad Request. Die uns ja bisher noch nicht so wahnsinnig viel geholfen haben, wenn ich mal ehrlich sein soll. Aber okay. Die Dame ist gerne auf ihrem Balkon.
Was machen wir dafür? Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ganz nach oben, um dann wieder gemütlich irgendwie nach unten zu kommen, wo auch immer deren Balkon ist. Ah, wenn ich sehe, ja, Drohnen. Toll, toll, danke, danke. Und ich musste wahrscheinlich da hochspringen. Ich hab das. Wirklich, die Kamera ist oft so scheiße, dass du dann nicht siehst, wo du hin sollst. Ich meine, hier sieht man es noch, aber ich mir, okay, ja, laufen, laufen, laufen. Und hier siehst du dann absolut nichts mehr. Die kann ich auch nicht umstellen. Das ist eine ziemlich Regelung doof, aber hey. Privatsphäre verbietet Drohnen durch die Wände zu scannen. So kommen wir auf die andere Seite. Ich habe keine Ahnung, wie man das so synchronisieren kann, indem man einfach so komisch eine Taste spammt und irgendwie die Hand drauf hinhält, aber okay. Bleib dran. So, und hier machen wir den Sim-Spaß. Okay, die Wand schützt uns vor den Drohnenscannern. Geh dahinter und halt dich versteckt. Ja, danke, fehlgeschlagen. Bleib schon dran. Gut. Darf ich jetzt? Boom. Können wir jetzt nämlich hier schließen? Dann kann die Drohne draußen nicht mehr gucken. Was dafür bedeutet, wir können da jetzt einfach ohne Probleme vorbei. So, da sind wir. Wo die uns eigentlich vorher gesehen hätte. Ja, ich würde sagen, definitiv eine Künstlerin, so wie das hier aussieht. Wo darf ich denn bitte hin? Oh, okay. Wo auch immer ihr gerade herkommt, es ist mir ziemlich egal. Ich mache euch mal kurz fertig. Und genieße dann mein restliches polizistenfreies Leben. So. Ich glaube aber, tut mir leid, ich werde jetzt dann mal Schluss machen, weil ich doch langsam schon merke, dass es irgendwie so 4:30 morgens ist. Was eigentlich überhaupt nicht mit meinem Schlafrhythmus übereinstimmt gerade. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss heute noch was hinbekommen, weil wenn ich das heute nicht mache, dann mache ich es vielleicht morgen nicht. Und wenn ich morgen vielleicht nicht mache, dann vergeht wieder eine Woche, weil ich möchte im Kopf dieser Frau gerne wieder Montag starten. Sheridan leitet das Phoenix-Projekt zur Erneuerung von Neo Paris. Mich interessieren die Geheimnisse des Saint-Michel-Damms. Der Damm vor dem Bezirk? Warum? Sagen wir einfach, ich glaube eben an einen freien Personen- und Güterverkehr. Was ist das für ein oranges Ding? Nichts. Gut zu wissen. So. Ja, ist ja schon gut. Ist ja schon gut. So, ich nehme auch noch mit. Wo kann ich denn jetzt dann bitte speichern? Ich schätze mal, wir spielen jetzt noch, bis wir die Dame hier treffen und das bekommen, was wir brauchen. Stimmt nicht, ich muss die Maße so noch mal checken. Eine blonde Asiatin? Eigentlich eine Seltenheit. Wo war ich gleich? Der Darm? Nein, nicht der Darm. Komisch. Wirklich komisch. Also, wir haben es geschafft zu bekommen, was wir wollten. Hast du die Sicherheitscodes? Übertrag sie mir. Edge, deine Bitrate stürzt ab. Man versucht unseren Funk zu kapern. Du musst irgendwo höher rauf. Schnell, ich muss einen sicheren Kanal finden. So. Ich mache jetzt aber genau hier einen Schnitt, wo wir uns das nächste Mal wiedersehen. Weil ich noch versuchen möchte, das erste Video zu rendern und möglichst bald hochzuladen und dann gleich schlafen gehe, weil, ja, ich weiß nicht, kennt ihr das Gefühl, wenn man schon mal
so ein paar Stunden zu lange auf ist. Ich glaube schon. Also ich glaube, die meisten Leute kennen das. Und dann einfach, man wird sehr, man döst fast ab, sagen wir mal so. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bitte lasst mir ein bisschen Feedback da. Und dann sehen wir mal, wo es uns dann hin verschlägt. Ciao, Leute.